guten Noten im Zeugnis letztes Jahr. Dass meine Zwischenprüfung so gut gelaufen ist. Ich bin stolz, dass ich meine Arbeit habe, die ich jeden Tag ausüben kann, weil sie mir auch Spaß macht. Darauf bin ich wirklich stolz eigentlich. Ich glaube, dass es für mich selber das Richtige war, den Weg einzuschlagen und dass es sich auch praktisch gerade in der Schule widerspiegelt und auch im Beruf, dass man praktisch immer wieder ein Lob kriegt, eine Rückmeldung kriegt, auch von den Ausbildern. Stolz darauf bin ich, dass ich in der kurzen Zeit, in der ich jetzt beim Zinse bin, eigentlich bis jetzt hauptsächlich nur positive Rückmeldungen von dem, was ich gemacht habe, bekommen habe. Und das macht einen ja dann selber auch glücklich und bestätigt einen. Dass meistens, wenn ich die Kundenannahme übernehme, die Kunden mit mir zurechtkommen und zufrieden auch mit mir sind. Am meisten stolz macht es mich, wenn ich am Ende vom Arbeitstag sehe, was ich erledigt habe und dass ich was gemacht habe, was Sinnvolles. Gerade so Projekte, wenn man was fertiggestellt hat, wenn man was sieht, das sei es auch ganz kleine Sachen, wenn man eine Bodenplatte geplant hat und man sieht auf der Baustelle, die ist fertig betoniert und alles ist am richtigen Platz und alles passt und das Haus kann draufstehen. Die Arbeiter sagen, hey, ich hole mir einen Kaffee, bediene mal die Maschine schnell. Du bist halt dann der Erste, den man gefragt als Azubi, macht schon einen ziemlich stolz. Ja, wenn man teilweise sieht, welche Geräte man schon alles gemacht hat und dann auch die Erfahrung, die sich daraus ergibt, damit es dann der jüngere Auszubildende auch lehren kann, das ist dann schon ein gutes Gefühl. Also stolz eher gesagt, dass man eigentlich andere mit dem, was man macht oder mit dem Beruf, wo man erlernt, so viel Freude zeigen kann, dass es einem Spaß macht und andere dann dazu anregt, auch eine Ausbildung zu machen. Also ich bin sehr stolz, sowohl privat als auch im Ausbildungsbereich. In der Ausbildung einfach, weil ich es trotz allem so gut durchschaffe, auch wenn vielleicht mal privat viel los ist. Und auch wenn vielleicht die Schule früher nicht so gut gelaufen ist, dass es jetzt einfach besser ist. Dass ich trotzdem eine Perspektive habe, wo ich weiß, jetzt wird es besser, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen, worauf ich hinarbeite. Ich bin stolz darauf einfach, wie es jetzt gelaufen ist. Ich denke, ich habe mich gut zurechtgefunden im Betrieb, habe die Kontakte geknüpft und fühle mich auch ziemlich wohl, erledige meine Arbeit. Und wenn man dann nach Hause kommt und genau weiß, man hat was geschafft, man ist zufrieden mit seiner Arbeit, dann denke ich, kann man da auch stolz drauf sein. Am meisten stolz bin ich darauf, dass ich den Weg jetzt so gegangen bin, wie ich ihn bin. Dass ich sagen kann, dass ich das gefunden habe, was ich gesucht habe, dass ich gern das mache, was ich mache. Genau.